so aus, als wäre das was Sinnvolles. Ja. Was das mit den Gefrorenen auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Ob hier auch nur Uhren, ob es hier auch Uhren gibt, die funktionieren? Das war nicht ganz frisch. Ah, Fleisch. Carl had seen that kind of safe before, with its double-layered security system blending letters and numbers. Its code couldn't be broken by the common burglar. Ja. Ich weiß nicht, wie der Vater heißt. Ich glaube, aber ich weiß, wie die Nummer ist. Der von the General Store, along with several more infrastructures in the area, had been acquired by wealthy industrialist William J. Hamilton. Perhaps the village should be rechristened Hamiltown. Vielleicht hätte man ihn Hamiltown nennen sollen. Der von Bertrand noch schon uns vor 20 Jahren öffnet gemischte Warendaten besser als Schillevarisch. Kann kein Französisch. Zählt zu den wichtigsten wirtschaftlichen Stützen von Manastown. Allerdings ließen die Geschäfte nach dem Tod des Gründers nach. Gilles Lachrich, der Erbe des altwürdigen Ladens, hatte keine. Anscheinend BL die Initiale. Gilles Lachance, der Erbe des erdreichen Ladens, hatte keine andere Wahl, als es an William Hamilton zu verkaufen, den reichen und berühmten Geschäftsmann, der im vergangenen Jahr für große Diskussionen in der Region gesorgt hatte, als er die Neueröffnung und den Ausbau seiner Kupfermine bekannt gegeben hatte. Bis auf Weiteres wird sich aber im Gemischtwarenladen trotz des Besitzerwechsels nichts ändern. Gilles Lachance wird weiterhin an der Kasse stehen. Und BL ist anscheinend der Name des Vaters. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachances had just moved in. Und ich dreh den Rahmen um. Bertrand Lachance. 1948. Die Musik lasse ich mal an, das Licht mache ich auch an. What a mess! Clearly, there was some major revamping work underway here. Yeah. The place looked barely habitable. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachances had just moved in. Ja, das wissen wir schon lange. Da sollte wohl ein neuer Anstrich her. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. In weiß, ja. Eine Kiste voller Liebesromane. Beautiful portrait of Gilles and Giselle, bound together by the chains of conventional love. Gilles und Giselle. Und wieder Zigaretten. Ein Double Bed. Und ein Schrank. Mit Polaroid. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachances had just moved in. Wie oft habe ich das denn schon rausgefunden? The cross looked after a marriage's well-being and served as a motivator to uphold the priest's sermons calling for more little worshippers on one hand and cautioning against guilty pleasures on the other. Indeed, the Lachances were still part of the God-fearing generation. So, BL ist der erste Teil und wo habe ich diesen komischen Umhänger gefunden? Da stand's gerade. 739. Dann schauen wir mal.
Wie? B739. Okay. Mal gucken, was er Kompromittierendes dabei hatte. William Hamilton ist ein Gauner. Er presst jeden im Dorf, mich eingeschlossen. Wie der berüchtigte Seraphine Purodeel, wer auch immer das ist. In diesem Dokument sind Beweise für alle Bestechungszahlungen von Hamilton an offizielle Behörden enthalten, mit denen er sich seine verdammte Mine unter den Nagel gelassen hat. Tatsache, dass er mit seinen Schergen Angst und Schrecken im Dorf verbreitet. Mag das Gericht in Montreal nicht überzeugen, aber dass er Regierungsmitglieder bestochen hat, wird mit Sicherheit ausreichen. Ich kann mir schon ausmalen, wie sich das Ganze auf den Titelseiten machen wird. Die Fremden sind alle gleich. Wir werden siegen. Geschrieben in anderer Tinte. Hamilton ist nicht nur ein Gauner, er ist auch ein Mörder. Ich nehme ihm seine Reue nicht ab. Ich glaube fest daran, dass er für sein Verbrechen bezahlen wird. Ich glaube nicht an die Magie der Indianer, aber ich glaube an ihre Rache. Moving. What a pleasant activity. Of course, you'll find the record player only to find the records weeks later in some random box. Yeah. Und Dominosteine und Würfel. SS. Okay, das war jetzt nicht sehr aufregend hier drin. Und die Stimme sagt mir auch nicht, dass ich irgendwas vergessen hätte. Irgendwie interessiert mich ja schon, wo das jetzt hinführt. Ach so, zu dem Ding. Apropos dem Ding hier nur. Ich führte doch auch was weg. Genau. Ladedings und dann Karte. Hier rechts ist ein Feuer. An dem Stein da? Nicht wirklich. Geheimnisvolles Tagebuch, Seite 1. Das Biest schläft gern lang. In seinem Bau kann man so gut wie nicht eindringen. Überall ist Eis. Ich muss geduldig sein und darauf warten, dass es sich zeigt. Ich muss wie ein Jäger denken. Das Biest greift häufig die Siedlung am See an. Es versetzt die Weißen in Angst und Schrecken. Sie können es nie kommen sehen, aber sie fühlen seine Gegenwart. Wie eine eiskalte Hand, die sich um ihre Eingeweide legt. Das Biest stachelt die Wölfe an und macht sie aggressiver. Einer von ihnen hat mich schon angefallen. Ich musste ihm die Kehle durchschneiden. Als meine Klinge sein Fleisch verkleinert, so wie man drin aus dem gespannten Drahtseils. Das Biest nähert sich den Menschen immer mehr. Es geht nachts auf die Pirsch und wird von stets von starken Filmen. Ich habe versucht, seine Pferde aufzunehmen, hat aber keinen Erfolg. Den weißen Mann mit dem Eisblock nicht, aber ich weiß ganz sicher, dass er weg des Biests. Ich habe das Eis angefasst, in dem der weiße Mann steckt, und ich habe Dinge gesehen, aber ich habe sie nicht verstanden. Streichhölzer. Ah, hier kann ich Feuer machen. Gut, ist auch schön warm. Hier dann. Aber ich wollte den Spuren noch folgen. Ist doch so ein weißer Mann. Das ist der vom Anfang. Hatte ich schon. Danke.
Und dann wäre ich hier hochgekommen, okay. Das erklärt, warum ich das Ding schon mal gelesen hatte, aber nicht, warum das Feuer nicht brennt. Ah, das hatte ich in der Vision gesehen. Und da brannte das noch. Alles klar. Okay, dann warst du vielleicht das erste Opfer sogar. Okay. The crossbow bolt stuck into the wooden stairs reminded Carl of the arrow that was said to have hit Achilles' heel. But who was the intended Achilles this time? So steckt da ein glühender Pfeil drin. Okay, geradeaus ist noch die eine Mine. Alles klar. Ich will jetzt hier hin. Und wieder laden. Einfach nur mal rauszufinden, was jetzt hier eigentlich ist. Haus der Familie Bedard. Zu wechseln mit Bretthart. Viel Müll. Holz, das hier rumliegt. Und eine Tür an der Seite. Carl was no burglar. He didn't need to resort to petty techniques such as window breaking to find his way in. A good detective simply looks for keys, where gullible souls hide them. Ja, unter der unter dem Fußabtreter, so heißt das Ding. Kann ich dich wieder zurückschieben? Aber ich guck mal Mülleimer. Ach, auch nichts. The house smelled like incense, the kind that reminds you of the good Lord, of peace. Gut, dass ich überall Feuer machen kann. Genug zu essen für harte Zeiten. Hallo, ist jemand da? Hallo? Da ist kein Kleingeld zu finden. Und kein Empfang. Kein Freizeichen. Ja. Und wieder Polaroid-Filme. Und lecker Fleisch. Was ich mir immer noch nicht machen kann, oder? Licht! Wir haben Licht im Haus. Religion was very influential throughout Quebec many years ago. Indeed, it was surprising that Carl did not come across a single chapel since arriving here. Danke für die Streichhölzer. Danke für die Anzünder. Abwaschen ist hier nicht so in, glaube ich. Danke fürs Zumachen. Das ist der Weg wieder raus, ne? Ja. Oh, irgendwas. All six, appearing papal. His crooked fingers gave the impression he was about to bestow a miracle. Ja. Der Fernseher ist auf der anderen Seite. Oh. Interessante Sonne.
The perfect cookie-cutter Catholic family, most likely attending church every Sunday. The family's mother must have spent her days washing the filth off her kids' diapers. Möglich, ja. Hier nix. Das hätte mich jetzt aber the gehört. Empty cradle sent an eerie feeling down Carl's spine, as if minutes ago someone just grabbed the baby and made a run for it. Wäre möglich, ja. Who knew that giraffes thrived in the North Pole? The craze for toys was stupefying. Eine Giraffe mit Zylinder und Monokel. Who knew that giraffes thrived in the North Pole? The craze for toys was stupefying. Auch nichts Interessantes. Und jetzt geht's los. Was? Hat schon abgeschlossen hier. Taschenlampe. Carl wasn't desperate enough to invade a village woman's privacy. Carl wasn't desperate enough to invade a village woman's privacy. Ja, aber guckt sich hier trotzdem alles an. Ehrlich, danke. Dreamcatchers originated from First Nations legends. They were used to trap nightmares. Ja. Bei mir hängt auch einer. Bingo! Katzenpfoten mit Herzen drum. Canadian World Exhibit Montreal, ja. Aber Maries Tagebuch ist kein Problem zu lesen. Jean-Luc Bédard had without a doubt been the closest man in the village to William Hamilton, otherwise known as Uncle Willie. Maries Tagebuch, Seite 1 von 3. 16. August, ich führe ein Tagebuch, genauso wie Mama, aber ich habe keine lange Geschichte. Wenn ich nicht was aufschreibe, dann ich schreibe gerne über meine Gedanken. Aber ich mache kein langes Gesicht, wenn ich etwas aufschreibe, denn ich schreibe gerne über meine Gedanken. Und am liebsten über Martin. Ich liebe es, über ihn zu sprechen. Und ich glaube, er liebt mich auch. Wie in Romeo und Julia will aber niemand, dass ich mich mit ihm abgebe. Nur weil er ein Blaze ist. Aber genauso wie in Romeo und Julia wird auch unsere wahre Liebe nicht im Weg stehen können. 18. August. Ich habe keinen Appetit mehr, ich kann nicht mehr schlafen. Und in jeder Wachtstunde wird mein Körper von starken Zitteranfällen heimgesucht. Papa bringt mich zu Dr. Bull. Er fasst mich mit seinen Wurstfingern überall an, von seinem Mundgeruch ganz zu schweigen. Ekelhaft. Ich bin noch nicht krank, ich bin verliebt. Ich liebe Martin so sehr, nichts mag ich so sehr, wie mir vorzustellen, wie wir miteinander spielen. Was wir auch immer tun. Ob er wohl den Schlüssel wieder hat, den ich vor ein paar Tagen fallen gelassen hatte? Das hatte ihn ziemlich traurig gemacht, denn es war der Schlüssel zur Gartenlaube von seinem Vater. Und Martin fürchtete sich immer vor seinem Vater. Ich glaube, Martins Vater ist ein bisschen so wie Papas Gott. Der Schlüssel ist in einem Graben neben der Laube gefallen. Aber Martin hat geheult wie ein Kind, aber ich liebe ihn trotzdem. Mama weint oft, wenn sie sich einsam fühlt. Ich glaube, sie hat keinen Grund zum Weinen. Papa kann sich manchmal richtig blöd anstellen. Papa muss viel arbeiten, weil dieser reiche Mann hier alles aufkauft. Das machen Notare nun mal. Sie sorgen dafür, dass die Leute das bekommen, wofür sie bezahlen. Es ist etwas komplizierter, aber so hat Papa mir seine Arbeit erklärt. Der reiche Kerl ist nicht so schlimm, wie Martin meinte. Als ich ihn heute Morgen in Papas Büro gesehen habe, hat er mir gesagt, dass ich ihn Onkel Willy nennen kann. Das fand ich ganz lustig und er hat mir Süßigkeiten gegeben. Gut, ein bisschen alt und vertrocknet, aber dennoch Süßigkeiten. Ich glaube, Onkel Willy und Papa kommen gut miteinander aus, denn wenn sie zusammen sind, lacht Papa genauso, wie er auch lacht, wenn er sich mit dem Pfarrer unterhält. Ich musste das schreckliche Medikament von Dr. Beaupierre runterschlucken. Runterschlucken. Ansonsten hätte ich nicht bis Weihnachten überlebt, hat er zumindest gesagt. Martin und ich haben seit Wochen nicht mehr. Martin habe ich seit Wochen nicht mehr gesehen. In der Schule war er auch lange nicht mehr. Papa betet schon seit einer ganzen Weile jeden Morgen und auch jeden Abend an meinem Bett. Heute ist er mit Onkel Willy jagen gegangen und hat mich aufgefordert, zu Gott zu beten, dass er ihn segnen soll. Ich glaube, er hat mit dieser Medizin zu tun, die sich nur der Reichsten der Reichen leisten können. Papa hat mir gesagt, dass er bis zu seinem Tod für Onkel Willy beten wird.
und dass ich das auch tun soll. Meine Güte, erst der Pfarrer und jetzt Onkel Willi. Ich frage mich, wann Papa wohl für den Weihnachtsmann beten wird. Wie kann Mama nur so dumm sein? Und immer fetter wird sie auch noch. Sie heult die ganze Zeit herum wie ein kleines Kind. Das geht mir so auf die Nerven. Ich bin heute Martin begegnet. Er hat ziemlich dünn ausgesehen und auch irgendwie dreckig. Er sieht auf jeden Fall nicht so fein und so gut aus wie Onkel Willi. Das kann man wohl sagen. Okay, jetzt kann ich ihr es doch lesen oder was. Ja, Frau. Carl wasn't desperate enough to invade a village woman's privacy. Okay, dann gucken wir nicht da rein. Okay, hier tat sich gerade noch eine Seite der Geschichte auf. Carl smiled at the sight of the nicely protected garden. Hopefully, the Bedards had managed to dig every last potato out before the sudden snowfall. Der übrigens sehr sudden, sehr plötzlich kam, während wir im Autounfall hatten und wie sehr man doch alles ändert, wenn man am Rande einer Grenze ist. Zack, Bernard, zack, Wildnis, zack, Bernard, zack, Wildnis, zack, wir können ziehen, kann es da endlich. A true Catholic always strives to keep lowly temptations at bay. Obviously, Carl thought, someone in this house wasn't doing a good job at upholding the Holy Bible's teachings. Habe ich was verpasst?